Hallo meine Lieben, ich bastel mit euch heute ein ganz schnelles Mitbringsel, was man auch noch kurz vorher machen kann. Und zwar so eine Box. Das habe ich jetzt noch nicht festgemacht. Das soll die Deko für die neue sein. Das habe ich euch nur schon mal so, dass ich es jetzt vor dem Video zeigen kann. So. Für das Ganze brauchen wir ein Stück Dekopapier oder Unipapier, je nachdem was ihr machen wollt. Dann Eier, die wir da reinstecken wollen und noch ein bisschen Deko-Gedöns. Und zwar habe ich das jetzt so gemacht. Ich habe mir, weil ja die Eier wirklich auch alle verschieden sind, hier abgemessen, wie breit es ist und habe dann noch so 1-2 mm dazugegeben, bin ich auf 2,2 gekommen, habe dann so viele Eier, wie ich in die Verpackung machen wollte, genommen und habe es dann abgemessen, waren nur 4 bei mir und bin dann hier 14 cm gekommen und zu dem 14 cm müsst ihr pro Seite nochmal 3 cm dazu rechnen. Also sind es hier 6 mal die 14 sind 20 und 5 mal 2,2 sind dann 11. Und deshalb muss dieses Dekopapier 20 mal 11 cm haben. Ich habe es jetzt hier noch gemacht, dass ich hier noch so ein kleines Sichtfenster reingeschnitten habe. Und zwar an der zweiten Falzlinie. Das Ganze könnte man jetzt auch noch abdecken mit Folie. Und da soll dann einfach diese Reihe der Eier drin zu sehen sein. So, also wie gesagt, ich habe ja das Wortfenster nicht und auch nicht das klassische Etikett. Das habe ich einfach mit der Schneidemaschine rausgeschnitten. Ihr müsst das Ganze jetzt noch falzen. An der kurzen Seite, jeweils bei 2,2 cm, also 2,2, 4,4, 6,6, 8,8 und dann an der langen Seite müsst ihr das einmal bei 1 cm falzen und bei 3, dann dreht ihr das Ganze wieder bei 1 und wieder bei 3. So, dann ist das schon fertig. Dann falzen wir uns das nochmal nach. Falzen wir uns das nochmal so ein bisschen nach. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie euer Dekopapier ist. Ich habe schon bei dem gemerkt, dass es unheimlich schnell reißt. So, so wie wir das halt falzen wollen. So müsst ihr das falzen. Und bei dem ist es jetzt so, bei diesen 3 mm, die müsst ihr nach innen falzen. Und den 1 cm falzt ihr dann wieder nach außen. Also nochmal. Da, wo wir bei 3 cm gefalzt haben, das schlagen wir so nach innen. Und die 1 cm Falzung, die schlagen wir wieder nach außen. So. Dann können wir das Ganze schon mal zusammenkleben. Und zwar erstmal nur so. Das Ganze kommt dann so zusammen. Das machen wir jetzt gerade mal. Und zwar macht ihr Klebemittel nur auf das innere Teil. Also diese 3 cm jeweils am Ende lasst ihr aus. So, gut festdrücken. Damit euch das nicht wieder auseinander geht. Hände voller Klebstoff. So, dann haben wir das halt schon mal. Dann nehmen wir es so, also wir gucken, das soll ja vorne sein. Dann drücken wir das hier so ein bisschen zusammen. Dass das so entsteht. Also hier soll jeweils
Kante gut sichtbar sein. So, das können wir uns dann schon mal schließen. Und zwar ist das die beste Alternative, wenn man das tackert. Und dann kann man auch schon füllen. So, drücken es dann hier oben wieder so zu. Und diesen 1 cm zusammen, so dass hier wieder diese Linie entsteht. Das muss schön übereinander liegen. Und dann tackern wir das hier auch wieder zusammen. Ziehen dann jetzt hier, das ist schon mal ein bisschen weiter weg, das mit dem Sichtfenster und können dann jetzt praktisch schon dekorieren. Das würde ich schnell mal machen und dann sehen wir uns wieder. So, so würde das Ganze jetzt bei mir aussehen. Die Blüten habe ich ausgestanzt mit dem mit der Stanze kleine Blüte und die Stempelabdrücke auf der Blüte habe ich mit den Petit Petels gemacht. Das ist zugehörig zu der Stanze von Stampin' Up. Das hatte ich mir mit der Porträt, also mit der Curio geschnitten, diese weißen. Da habe ich mir dieses und dieses, eigentlich wollte ich jetzt für dieses Frohe Ostern jemand dran machen, habe ich vergessen. Und habe noch eine kleine Schleife dran gemacht und innerhalb dieser kleinen Blüten habe ich von Action diese, na, wo bin ich da, diese 3D-Pearls geholt. Die sind wirklich super, brauchen aber ewig lang, bis sie trocknen. Aber ich finde, das sieht richtig gut aus in der Blüte. Das passt gut. Und ja, das war's auch schon. Wie gesagt, das ist eine ganz schnelle Geschichte. Habt ihr ganz schnell gemacht, kurz bevor ihr losgeht auch noch. Und ja, würde mich wieder über Kommentare, Abos und Verlinkungen freuen, falls ihr das nachbastelt.